Hat sich Justine extra geschminkt für dich? Extra für Leon heute. Und dann können wir gerne auch mal ein Date organisieren hier in Mexiko, oder? Da lief jemand immer mit einem Ständer durch den Park, Mann. Weil meine Mutter war mit am Start. Ich so, Mutti, guck mal, was der da macht. So. Mutti, guck mal, was der da macht. Hier will mich noch jemand heiraten. Wenn wir da eine Show draus machen würden, das wäre der Hammer, Digga. Nur die Liebe zählt. Love Vlog ist am Start, bro. Letztens habe ich mir einen Vlog von Justine reingezogen mit ihrem Ex-Typen. Reagier mal auf Manuelsen und Detlef die Soest. Kennst du Manuelsen? Ich stehe total auf seine Stimme, schon immer. Bodo Schäfer-Vibes, Digga. Stimmt, Bodo Schäfer. Von den Julian Zietlow. Oh, nee. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Was cracking, meine lieben Freunde? Life it in, man, mal wieder. Da, ja, normal. Hallo. Hi. Yes, Freunde, was geht ab? Mal wieder live am Start auf jeden Fall. Ich küsse euer Herz, ist schon wieder ein paar Tage her jetzt. Hast du nicht, hab ich dir nicht erzählt? Was? Da war ein Typ, da war doch ein verlassenes Gebäude gegenüber von mir, ne? Okay. Da stand ein Typ im Fenster drin und hat sich einen runtergeholt und auf unser Gebäude geguckt. Ach du Scheiße. Nackt. Oh nein. So ein Mexikaner, Digga. Ach du Scheiße. Hat der, oh Gott. Ja, voll krass. Voll krass, Digga. Also einmal oder öfters? Einmal. Aber ich habe den öfters gesehen halt so. Der war öfters am Start. Aber ich habe ihn halt nur einmal jerken gesehen so. Aber es ist halt voll unangenehm, Mann. Wenn du halt weißt, da springt einer rum. Der hat halt da gepennt, glaube ich, auch und so. Das wäre mir auch sehr unangenehm, wenn ich das sehen würde. Ich habe das schon öfters gesehen in Mexiko übrigens. Was denn? In Büschen. Dass Leute sich einen runterholen? Ja. Laber nicht. Ja, wirklich. Mhm. Erzähl mal. In Cancun, bei Pop da Pop, wo ich mein Haus damals angemietet hatte. Da gab's auf jeden Fall eine Gegend, wo immer Männer, also was heißt immer, jetzt nicht mehr, aber eine Zeit lang standen da immer irgendwelche Männer und haben sich einen runtergeholt. So im Busch. Und wenn du die dann gesehen hast, haben die finden das ja geil, wenn sie dann erwischt werden. Die tun einen nichts, aber die finden das geil. Das ist so ein Reiz für die, hat meine Mutter damals gesagt. Mach keinen Scheiß. Ja, Mann, weil meine Mutter war mit am Start. Ich so, Mutti, guck mal, was der da macht. So. Mutti, guck mal, was der da macht. Du. Mutti, guck mal, der holt sich einen runter. Wir waren so neben uns im Busch, weißt du? Und meine Mutter so, ach du Scheiße. Und dann sind wir nur weitergelaufen schnell und haben gesagt, beachte ihn nicht, weil die wollen das halt, ne? Okay, das ist aber krass, Digga. Stehen halt darauf. Gibt's auch Leute, die sind im Park, die laufen mit dem Ständer. Habe ich früher mal gesehen, wo ich klein war, ich schwör's dir. In Deutschland? Ja, da lief jemand immer mit dem Ständer durch den Park, Mann. Mutti, guck mal. Ich nicht aus dem Kopf, ja. Okay, das ist hart. Freunde, was geht ab, Digga? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich küsse euer Herz. Justine ist mittlerweile auch am Start, was... Oh, shit. Sascha Deja hat 9,99 Euro da gelassen. Ich küsse dein Herz. Danke für den Support, Brother. Auf jeden Fall hat Justine mittlerweile auch angefangen. Mit YouTube, ne? Ja, mehr oder weniger. Also, ich habe noch keinen Vlog rausgehauen. Warum? Weil ich immer noch am Struggeln bin. Warum? Ich will das halt gut machen. Weißt du, und ich bin da halt am Gucken, wie ich das machen kann, die Musik auswählen und ja, die ganzen Details halt machen, ne? Aber du schneidest gerade schon. Ja. Und du brauchst aber voll lang, oder was? Ja. Ja. Warum? Weil immer irgendwie. Hast du früher auch immer so lang gebraucht, oder? Ja, obwohl da ging's, da hatte ich dann mein Format schon so das Intro und dann die Mucke immer dieselbe. Ich habe dann schon, weißt du, alles so, das ging dann. Da hatte ich meine Form. Yeah. Aber jetzt gerade suche ich halt so ein bisschen, wie ich das. Ja, aber ist doch gut. Ne? Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Aber was? Don Habibi mit 5 Euro am Start. Ich küsse dein Herz. Danke für den Support. Schreibt tschüss, jerk it in, man. Jerk it out, motherfucker. Ja, aber ist doch okay. Ja, also es geht langsam. Ist doch okay, weißt du, wie ich meine? Dann nimm dir halt ein bisschen Zeit für den ersten Vlog, aber danach wird es wahrscheinlich auch schneller laufen. Ich denke schon, dann habe ich so ein bisschen... Aber wo ich auch noch struggle, ist, ich habe manchmal Angst, dass ich es einfach zu lange mache, zu viel Gelaber. Und dann kann ich mich nicht entscheiden, welchen Part ich nehmen soll und was ist interessant für die Leute, was nicht. Weißt du, ich rede zu viel, glaube ich, einfach, kennst mich ja. Ja. Das Problem kennen wir ja. Wie lang sind denn die Videos? Also ich hatte jetzt dieses Rohmaterial rübergezogen, das sind 40 Minuten, das muss ich jetzt kürzen. Ja, das kriegst du auf 20 Minuten runter oder eine halbe Stunde, oder nicht?
Ja, bestimmt. Aber ich bin nimm halt die interessanten Sachen. Du musst dich auch, du musst halt ein bisschen Marketing-Kopf einschalten. Du kannst mich auch gerne fragen, welche Themen nice sind oder welche Themen du lieber rauslassen solltest. So. Du musst halt versuchen, das runterzubrechen auf die interessantesten Sachen. Ja, am geilsten und interessantesten für die Leute ist, wenn du Sachen zeigst und nicht, wenn du sitzt und redest einfach so. Mach gerne auch Videos, wo du einfach nur sitzt und redest so, aber dann mach die halt. Oder kombinier das ein bisschen. Aber nicht, dass dann nach dem, wenn du jetzt, sagen wir mal, du machst einen Vlog und die ersten 10 Minuten sitzt du nur und redest und danach passieren voll die spannenden Sachen, aber die Leute kommen gar nicht so weit. Also du musst halt gucken, dass du das schön durchmischst. So. Ich habe halt jetzt den Vlog, wo ich faste. Ich muss ganz kurz hier Shoutouts raushauen. Sascha, danke schön für die 2 Schweizer Franken. Ich küsse dein Herz. Hau mal rein in den Bildschirm. Come on, man. Skrrr. Und nochmal Sascha, aber es ist ein anderer Sascha. Sascha Deja mit 4,99 €. Danke für den Support, Leute. Ich küsse euer Herz wirklich. Ey, da will mich jemand heiraten. Ey, yo. Das schreibt mir doch jedes Mal bei dir rein, oder nicht? Ich will dich heiraten sofort. Wo? Oh, wo steht das? Da oben. Wo? Da, oben. Justin, ich will dich heiraten sofort. Sofort. Noch. Zeig mal, wie heißt du bei Insta? Wir gucken mal dein Instagram-Profil an, Bro. Wir checken das mal ab, genau. Du musst noch ein Bewerbungsvideo schicken. Ja, ich will das erstmal abchecken. Ich muss erstmal durch den Lovelock-Test durch. So, wenn du den Lovelock-Test bestanden hast, dann kannst du gerne noch ein Bewerbungsvideo reinschicken. Und dann können wir gerne auch mal ein Date organisieren hier in Mexiko, oder? Ja. Das wäre aber eigentlich geil, wenn wir es jetzt wirklich durchziehen würden. Ja. Ne? So. Also, ja. Sind denn Bewerbungen, aber ich habe keine Bewerbungen gekriegt per E-Mail. Ich auch nicht. Seitdem wir den Aufruf bei Smash or Pass gemacht haben. Da habe ich ja gesagt, schick eine E-Mail. Ich glaube, die haben das mehr als Spaß genommen. Ja, so. Ich glaube auch. Hat keiner ernst genommen, aber ich meine es eigentlich ernst. Wenn wir da eine Show draus machen würden, das wäre der Hammer, Digga. Nur die Liebe zählt. Love Look ist am Start, wir bro. Wir brauchen das rote Sofa eigentlich. Scheiße, nicht mehr da. Weißt du noch, das rote Sofa, aber... Ja. Love Look, das ist der Name. Ich bin so eine Art... Stimmt, Mann. Das weißt du, wie ich meine? Format, Alter. Geil. Okay. Ich bringe einfach Menschen zusammen. Wenn ich es schon selber nicht schaffe... Wenn ich schon selber nicht schaffe, so, dann bringe ich wenigstens andere zusammen, so, weißt du? Ja, ey, das blendet mich voll. Kann man, sorry, aber... Blendet voll? Ja, das blendet mich immer in die Augen. Hier will mich noch jemand heiraten. Justin, ich dich auch. Christian. Christian H. aus, woher kommst du denn? Bist du bereit, nach Mexiko zu ziehen? Ey, hier noch jemand, bitte heil. Ah, nee, das ist mal auch dasselbe. Ey, blendet es immer noch? Ey, auf jeden Fall, meine Community, die haben auch was zu bieten, so. Weißt du, wie ich meine? Mega, Mann. Die sind auch fresh. Ja. Also, ich habe oft Jungs getroffen aus meiner Community, sehen auch gut aus, haben Herz am rechten Fleck. Auf jeden Fall wäre das schon geil, so. Lustig, wie mich alle heiraten wollen. Ich habe letztens hab ich mir einen Vlog von Justine reingezogen mit ihrem Ex-Typen. Oh Gott. Mit dem Zelt, ne? Oh mein Gott. Er war krass. Er war ein komischer Typ, ja, muss ich echt sagen. Ja, der war halt voll ich krass. Ich fand da krass, dass du auf den so... Also ich weiß, das hat auch keiner gedacht, weil meine Freundinnen haben gesagt, er sieht aus wie ein Penner. Aber der... Ja, der Original. Ja, ich kenne Penner, die sehen das aus. Nein, aber der hat... Nee, aber der hat eine Strahlung. Der hat irgendwas hat er gehabt. So. Der hat was Smoothes auch gehabt. So. Weißt du, dieses Lockere, so dieses... Er war voll... Ein bisschen Scheiß auf alles Mentalität und das kommt immer gut an halt so. Der war ein richtiger, so wie so ein Rocker-mäßig, weißt du? Es war so ein richtiger Typ, der hat eine krasse Meinung. Und ich stehe ja auf so eine selbstbewussten Männer und er war mega... Er war einfach... Der hat einfach sein Ding durchgezogen, ne? Aber optisch war das halt, also wohl, optisch habe ich halt nicht mit was anderem gerechnet, muss ich sagen. Ja, also der Rettungsschwimmer-Dude auf jeden Fall hübscher. Ja, so. Scheiße. Ich hab ein bisschen Research gemacht an der Stelle, Freunde. Oh mein Gott, ja. Ja, der war auch sehr hübsch, der Rettungsschwimmer, also muss ich auch sagen. Ich hatte schon so viele verschiedene Typen, sehr schöne Männer dabei gewesen. Aber auch Katastrophenmänner. Sieht 999, sagt die ganze Zeit, schau mein Instagram an. Wie heißt du denn da? Reagier mal auf Manuelsen und Detlef die Soest. Habe ich gestern gesehen, die Stories. Der macht sich ja schon etwas länger über den Cousin so ein bisschen lustig. Und ich habe mich immer gefragt, was dahinter steckt. Und dann habe ich halt gestern gesehen, dass er halt ein paar Homies hat, die von ihm so ein bisschen abgezogen wurden. Und er nicht findet, dass Detlef die Soest ein wirklicher Tänzer ist, so. Und Leute für sich vereinen ab, deren Choreografien klaut und so ein Scheiß und dann damit richtig Money macht. So, der hat ja richtige Programme auch am Start und so, der Dizos, ne? So. Ja.
und hat diese ganzen Choreografien, aber von richtigen, echten Street-Dancern so, mhm. die einfach ein gutes Herz hatten und ihm das gezeigt haben. Und der hat dann halt richtig Money daraus gemacht, wow. so, weißt du. Und das hat Manuelsen halt gar nicht gefeiert, so. Krass. Der hat gesagt, gib Pack. Kennst du Manuelsen? Ich finde seine Stimme sehr geil. Ich stehe total auf seine Stimme, schon immer. Der ist also, brutal. Krass einfach. Ich kenne ihn sonst nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, was er für Typ Mensch ist. Der ist geil. Aber seine Stimme und seine Mucke ist auf jeden Fall mega. Ja, ja. ja. Das ist einer meiner, so, das ist eigentlich für mich der Typ aus dem Deutschrap, der ist eigentlich für mich so der krasseste so. Hm. Gesamtpaket. Singen, rappen, Meinung sagen, keine Angst vor Shitstorms und so. Hm. Ich mag den. Mit denen hattest du dieses krasse Interview, ne? Mehrere, ja. Ah. Aber dieses eine Interview, ja, ja, dieses eine, was du auch gesagt ja. hast, mit Bodo Schäfer-Vibes, Digga. Stimmt, Bodo Schäfer. Das ist so lustig mit diesem Bodo Schäfer-Ding. Der hat den halt übelst hops genommen, ne? Voll, ja. So. Er hat auch recht, was er sagt, aber ich finde Bodo Schäfer, ich feiere ja, ihn trotzdem. Ja, aber Bodo Schäfer ist halt, ich finde, Manuelsen hat generell recht mit dem, was er da über Motivationstyp, also so diese ganzen Coaches und Leute, die einem irgendwie erklären wollen, wie man das Leben zu leben hat und worauf man den Fokus legen soll und was wirklich was wert ist, etc. Ich finde halt, Bodo Schäfer ist das Gegenteil von diesen ganzen Leuten. Ich finde, der sticht halt voll raus von diesen ganzen Leuten. Ich finde, er hat das Herz am richtigen Fleck. Mhm. Der gibt wirklich noch Dinge mit, die wirklich wichtig sind so. Und nicht nur Geld, Geld, Geld und so. Auch Menschlichkeit und sowas. Und das finde ich halt bei Bodo geil so. Das ja. vermisse ich bei den meisten Motivationstrainern, Mindset oder wie nennen die sich? Ja, Coaches. Coaches. Mhm. Speaker. Bodo Schäfer ist halt sehr auf dem Boden geblieben und er hat so eine sympathische Stimme einfach. Ich könnte ihn ewig zuhören. Ich liebe ihn. Gesetze der Gewinner war einfach das Buch, Mann. Ja, Mann. Ne? Ja, Mann. Hat auch, also ich glaube, das ist so der Einstieg, dadurch kennt man ihn auch. Der ist brutal, das Buch ist brutal. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Hast du das andere auch gelesen? Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit? Nee. Der ist auch geil. Weißt du, woher ich den auch kenne, den Bodo Schäfer? Von den Julian Zietlow. Oh nee, Digga. Ja, wirklich jetzt. Und ich habe mich gewundert, du hast irgendein Video auch von denen drin gehabt, ne? Aber ich wusste nicht so genau. Von wem? Von den Julian Zietlow? Ja, Beef. Warum? Was ist mit der dem? Der ist ein... Weil der ist doch mit Bodo befreundet, glaube ich. Ja, die haben damals immer so eine Serie gemacht gehabt, wo der ein bisschen da gequatscht hat. Ich habe den da nie Tadeus. Gesehen, aber ich habe gehört. Ja, ja, ja. Warum hast du doch mit denen ja, 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 ja. Viele sind mit dem cool, aber ja. ich mag den gar nicht. Ah, echt? Gar Krass. Nicht. Der hat mich damals angezeigt, wo ich noch ein ganz kleiner YouTuber war, weil ich einmal einen Witz gemacht habe über den so. Hat er seine Anwälte auf mich gejagt, so, weißt du, ich meine so? Ach, echt? Und dann habe ich halt Videos gegen ihn gemacht und so und dann hat er wieder eine Anzeige gemacht auf das Oha. Video. Dann habe ich mit Flair ein Interview gemacht, hat Flair über den geredet, hat er wieder mir eine Anzeige rausgehauen. Also der wollte mich halt mit seinen Anwälten kaputt machen, so. Obwohl ich keine Reichweite hatte, keine Relevanz hatte und kein Money hatte auch zu dem Zeitpunkt. Das war für mich, also der Wichser hat mich krass zum Strugglen gebracht, gerade damals. Krass, wusste ich gar nicht, also. Und im Nachhinein habe ich aber gewonnen. Okay. Also, ich habe ihm ein bisschen... Ich habe ein paar Videos gegen ihn gemacht so und dann hat das Gericht aber entschieden, dass ich auf der richtigen Seite bin so, dass ich nichts falsch gemacht habe. Vor Gericht zu gehen, das ist crazy, ja, oder? Das zeichnet halt für mich halt auch, das zeichnet für mich diesen Typen auch aus, so, weißt du, wie ich meine so? Wenn du einer bist, der immer nur als Waffe nimmt, andere Leute zu verklagen so, weil dir irgendwas nicht recht ist, anstatt mit den Menschen zu reden oder irgendwas aus dem Weg zu räumen, dich zu treffen, irgendwie die Konfrontation zu suchen, dann deinen Anwalt anzurufen und dann jedes Mal Gerichtsbriefe reinschickst und so einen Scheiß, das ist, geht für mich, also ist in meiner Welt halt einfach nicht, finde ich nicht stabil so. Krass, wusste ich gar also nicht. Also ich zähl den Typen, ist egal, ich will jetzt hier nicht schon. Ja, sorry, ich wollte auch gar nicht sowas jetzt auslösen, ich wollte nur sagen. Das ist eine lange Geschichte, seit 2000, das ist schon jetzt 10 Jahre her oder so. Oh. Ich habe halt Bodo Schäfer durch ihn kennengelernt, yeah. weil ich den früher verfolgt habe. Also hat er auch immer was Gutes gemacht, der Zietlow. Und hat auch seine Programme und so einen Scheiß. 10-Wochen-Programm und so. Ich war halt von Anfang an kein Fan von so einer Art. Stimmt, war eigentlich Konkurrenz. Wenn so ein dünner Lauch sich da hinstellt, der überhaupt keine Ahnung vom Fitness hat und dann irgendwelche Fitnessprogramme vermarktet, die dann 10-Wochen-Programm heißen, wo du hundertprozentig einen Jojo-Effekt hast und nicht wirklich langfristig deine Form zum Besseren wandelst, so. Und dann halt nur, weil er gutes Marketing hat und weil er sich da, ja, Marketing halt aufgebaut hat, ein gutes Marketing, ein gutes Team aufgebaut hat, die das verkaufen und vertreiben, Leute dann in sein Team reingeholt hat, die dann wirklich was mit Fitness zu tun haben, um sein Programm zu verkaufen. Für mich ist der ein Marketing-Typ, kein Fitness-Typ.
So. Ja gut, also sind da glaube ich viele, aber trotzdem auch. Ja, ne? Aber ich will, wenn du was machst in die Richtung, dann will ich, dass du auch was erreicht hast in dem Bereich so. Ich will, dass du selber die jahrelangen Arsch aufgerissen hast, damit du auch weißt, was du anderen Leuten erzählst so. Ich halte nichts von Personal Trainern, die selber ihren Körper nie transformiert haben so. Mhm. Weißt du? Ich finde, wenn ich jemanden, keine Ahnung, ich hole mir auch keine Finanztipps von jemandem, der arm ist gerade. Ja, klar. Weißt du, ich meine so? Ja. Also warum soll ich mir Fitness-Tipps von jemandem holen, der ein Lauch ist? Ja. Okay, ich kann dazu nicht viel sagen. Aber wie siehst du das? Sei mal ehrlich so. Ich weiß ja gar nicht, wie fit der ist. Würdest du jetzt Fitness-Tipps von einer Frau holen, die scheiße aussieht, körperlich? Nee, natürlich nicht. Aber ich weiß gar nicht, Julian Zietlow war der nicht auch? Julian Zietlow hat nicht einmal seine Jacke oder seinen Pullover ausgezogen. Es gibt nicht mal ein Foto von ihm mit Tanktop. Echt jetzt? Ja. Sorry, jetzt habe ich voll was ausgelöst hier, Mann. Jetzt gibt's Beef hier am Nacken. Ich küsse dein Herz. Julian zieht Snow, na Mann. Jake Tyler, danke schön für die 2 Euro. Ich küsse dein Herz. Nein, alles cool, Mann. Ich will da keine alten Wunden jetzt wieder aufreißen. Ja, egal. Oh shit, Lisa 2, wenn du jetzt 500.000 Euro hättest, wo rein würdest du investieren? Willst du zuerst? 500.000 Euro, wo ich rein investieren würde. Mhm. Oh Gott, da müsste ich mir mal wirklich Gedanken machen. Aber auf jeden Fall irgendwas, was sich halt aufbaut, ne? Wo ich was aufbauen kann mit. Vielleicht, da muss ich drüber nachdenken, das weiß ich jetzt so gar nicht. Ja, für mich wäre es easy. In irgendein Programm oder so, wo ich Leute mithelfen könnte oder ein Buch produzieren. Weißt du, sowas halt, dass ich das Geld nehme, um Dinge zu produzieren, die halt für die Leute auch einen Mehrwert geben. Geil. Weil es kostet ja auch immer Geld. So, also ich kann jetzt nicht sagen, ich schreibe ein Buch und vermarkte das einfach so. Dafür musst du ja Geld reinstecken, dass es auch bekannt wird, ne? Promotion und diesen ganzen Produktionen. Und sowas würde ich halt machen. Aber da müsste ich mir nochmal genau Gedanken trotzdem machen, weißt du? Ja, okay. Ich küsse dein Herz. Was ich machen würde, ist, ich habe so viele Sachen im Kopf. Also ich würde auf jeden Fall alle Sachen, die ich jemals angefangen habe, also weitermachen. Zum Beispiel meine Klamottenmarke. Ich würde da neue Produktionen reinhauen, die Klamottenmarke groß machen. Ich würde eine Supplementmarke aufmachen, Fitnessprodukte. So. Ich würde sofort andere Leute, so wie dich zum Beispiel, und andere Talente in Deutschland vor allen Dingen fördern. So. Also ich würde ein riesen Studio aufbauen, wo Leute Musik machen können. Und dann würde ich mir alle Talente holen, die ich immer auf dem Schirm hatte. Und auch Talente, die nie ihren Hack bekommen haben, so meiner Meinung nach, so versuchen da noch mal was reinzugeben, so, weißt du? Also mein Ding wäre es, sofort irgendwie andere Menschen groß machen, so. Mich selber aufbauen mit meinem Shit, so, natürlich, aber sofort auch ein Label gründen und dann, ich wollte schon immer ein Label haben, was jetzt nicht nur mit Musik zu tun hat, sondern YouTuber, Kämpfer, Boxer meinetwegen, MMA-Fighter, Sänger, Rapper, sowas so. Alle die Leute, wo ich immer gedacht habe, Mann, die haben es verdient, so, die würde ich dann nehmen und sagen, jetzt rein da. So, weißt du? Ja, cool. Weil das habe ich nie gekriegt. Das hätte ich mir auch immer gewünscht, weißt du, dass einer so kommt und sowas macht, so. So, also ich wüsste sofort, wohin. Bei mir, Geld ist schnell verplant, so. Na, verstehe ich. Ich müsste echt überlegen, wo rein, aber... Oh, ist ein Adler, gell? Ja, Mann. Keine Ahnung, nee. Oder so ein Ding. Nein, das ist ein Raubvogel. Echt? Ja, das siehst du daran, dass der flattert nicht. Der schwebt einfach nur. Flutter it out, man. Emilio Ortega, 4,99 €. Danke für den Support, Bro. Ich küsse dein Herz. Dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie viel Geld Bill Gates hat. Ich auch gerade gelesen. Krass, ne? Ja. Aber stell dir das mal vor, dann so. Ja, ich weiß nicht. Ja, das dieser Huch. Ich glaube, zu viel Geld, das geht auch nicht mehr. Ist auch nicht mehr gut. Zu viel ist nicht gut. Ich habe mir immer damals gesagt, ich glaube, es ist brutal schwer, mit viel Geld noch ein guter Mensch zu bleiben. So. Das war für mich immer die größte Challenge, weil ich habe immer gespürt, dass es vielleicht irgendwann sein könnte, dass ich viel Geld habe. So. Aber ich glaube, ich habe auch noch nicht viel Geld, weil ich vielleicht noch nicht auf dem Level bin, dass ich wirklich der gleiche Typ bleibe, mit dem gleichen Herz, ohne irgendwie schlechter zu werden. So. Ich glaube, es ist eine riesen Challenge, mit viel Geld trotzdem noch richtig krass auf dem Boden zu sein. So. Weißt du, immer der normale Mensch zu bleiben, so, ich will immer der bleiben. Da wächst man dann aber auch rein, denke ich. Weißt du, wenn du jetzt einfach so total viel Geld hast, also so von heute auf morgen, das wäre eine ganz andere Vorstellung, weil du dir das jetzt so vorstellst, aber wenn du da langsam rein wächst, ich glaube... Ja, dann wirst du langsam zum Pisser. Ja, nicht unbedingt. Ich glaube nicht jeder. Ich glaube, die ganz, ganz Reichen, also ich bin der Meinung, die ganz, ganz Reichen, die sind eigentlich, die ich kennengelernt habe, die richtig viel Geld haben, wo ich sage, wow,
die sind so normal halt, du merkst es gar nicht. Ja, und die Mittelreichen, die sind noch, die müssen damit so ein bisschen rumprallen und ne, wo das Ego noch sehr groß ist und so. Geld zeigt halt wirklich deinen echten Charakter am Ende des Tages. Das verstärkt das. Also ne? Wenn du Geld hast, dann zeigt sich halt wirklich, auch, weißt du, weil viele, die kein Geld haben, machen dann immer noch so, weil die es halt nicht können, aber wenn die dann oben stehen, dann zeigt sich halt so, dann zeigt sich halt der wahre Charakter meistens, glaube ich, so. Wo ich dir zustimmen würde, ist, dass viele Leute halt denken, dass reiche Menschen Arschlöcher sind, so. Mhm. Viele, also das wird aber auch so eingetrichtert irgendwie so, ne? Also das kriegt man ja auch so eingetrichtert. Reiche Leute sind generell schlechte Menschen, so. Also du siehst mega breit aus. Mal, ne? Jedes Mal wirst du immer breiter. Leon wird immer breiter. Ja, ne? Ja. Das hört der Lovelock gerne. Ja, hast du auch verdient. Ich meine, du tust ja auch was für, ne? Every day. Trying. Ja. Trying. Stellt mal Fragen, Freunde. Also ich habe keine polnischen Wurzeln, glaube ich, weil jemand gefragt hatte. Doch, also, hast du. Ja. Also, du siehst ein Prototyp Polen aus. Ja, also offiziell nicht, aber ich glaube, meine Oma war irgendwas Gemixtes, aber... Das ist so ein bisschen, weißt du? Mhm. Das ist so minimal, das lohnt sich gar nicht drüber zu reden. Da schreibt einer, Leon, hast du abgenommen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Abgenommen? Das sind genau die Leute, die ich nicht mag. Das macht er extra. Kennst du das? Du kommst nach einem Jahr ins Gym oder irgendwie nach 2-3 Wochen Pause und das Erste, was einer fragt, so, Bro, hast du abgenommen? Ehrlich? Direkt wieder umdrehen und raus. Hat sich Justine extra geschminkt für dich? Extra für Leon heute. Und für euch natürlich. Ja, ne? Ich dachte mir, come on, geh nicht einfach so, weißt du, mach dich mal ein bisschen zurecht. Minimal. Haut?